Glauben Sie, wir brauchen einen Verfassungsschutz? Ja. Und wozu? Um die Verfassung zu schützen. Glauben Sie, dass wir den Verfassungsschutz brauchen? Das ist eine schwierige Sache. Der sollte ja eigentlich zur Festigung des Staates da sein oder zum Schutz des Staates von außen und von innen. In der Art und Weise, wie er momentan handelt, bin ich mir nicht sicher, ob wir ihn wirklich brauchen. Glauben Sie, dass wir einen Verfassungsschutz brauchen? Puh, ja. Wozu? Naja, jemand muss auf uns aufpassen. Also so wie er sich zurzeit aufführt, wohl eher nicht. Einerseits die Linkspartei beobachten, andererseits sich immer wieder blamieren beim NPD-Verbot, also mit seinen V-Männern, ist halt seltsam. In der Form sicher nicht. Ich bin Amerikanerin und ich hatte so vor kurzem keine Ahnung davon, aber ich habe gehört, dass so Verfassungsschutz ist ähnlich zu FBI so. So, ich weiß schon, dass sie haben ihre Arbeit nicht so gut gemacht. Naja, Verfassungen werden für den Volk gemacht. Und wenn man eine Verfassung macht und drauf einen Wächter hinstellt, da denke ich mal wieder ein versteckte Hand hinter alles, so ganz gesund da irgendeine Ecke steht. Ursprünglich soll ja der Verfassungsschutz die Verfassung schützen. Und Sie meinen, das tut er? Wir hoffen es. Naja, ein Verfassungsschutz, der offensichtlich ja wohl mehr damit beschäftigt ist, Leute zu kriminalisieren und auf einem Auge, nämlich auf dem rechten, vornehmlich blind zu sein, den leisten wir uns von unserem Geld und das sollten wir dann mal sagen, dass wir das nicht wollen, dass wir das so nicht wollen. Braucht man sowas, Verfassungsschutz und vor allem, dass die mit den neofaschistischen Gruppen so eng zu tun haben, dann habe ich Zweifel für die Verfassungs, von sich her Verfassungs und wer den Schutz und warum und dann bis jetzt, ich hatte immer gute Gefühle für deutsche Verfassungs, aber jetzt bin ich, die letzte Sache hat mich wirklich in großen Dilemma gebracht. Was soll denn das sein eigentlich? Ich wusste nicht davon, ob so eine Institution gibt, dass man Verfassungs schützen muss. Das ist eigentlich eine komische Institution für mich auch von sich her. Unser Verfassungsschutz, ja, wie es eigentlich zu ihm passt, er ist undurchschaubar und man hat so sein Eigenleben. Und ich würde mir wünschen, dass das aufgebrochen wird von Seiten der Politiker. Glauben Sie, dass wir ihn noch brauchen? Nee, eigentlich glaube ich nicht, dass wir den noch brauchen. Es ist überflüssig, würde ich sagen. Mhm.